Hallo, weiter geht's mit Resident Evil. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich hab mal kurz noch was geholt. Ich war noch eben wieder hinten im Kinderzimmer und hab die Pillen noch geholt, in die Kiste gepackt, hab ein bisschen aufgeräumt und mir wieder 20 wunderbare... Kann ich das hier oben drauf packen? Geil, geht sogar. 20 Schuss hergestellt für meine Pistole. Das heißt, wir sind wieder am Start mit 20 immerhin, ne? Besser als nix. Also 20, wir haben 4 noch von diesen krassen und können wir switchen. Das heißt, wir haben 24 Schuss. Das sollte hoffentlich erstmal reichen. Mehr geht halt nicht. Schrotflinten-Munition kann ich nicht herstellen. Die muss ich halt finden. Deswegen sammle ich die noch ein bisschen. Zurzeit, ich one-shotte ja eh alles. Warum? Ich bin der krasse Chabo im Club mit den Fuffis im Club. Da ist ein Rasenmäher. Richtig geil. Ich werde mich noch kurz mal hier umschauen. Soll ich irgendwas finden? Vielleicht hier? Oh, guck mal hier. Oh, ich muss ein Objekt da drauflegen. Lässt sie nicht öffnen. Geil. 1, 3, 5, 4. Was ist das denn hier? 1, 3, 5, 4. Hier muss ich irgendwas mit 1, 3, 5, 4. Beziehungsweise muss ich noch eine Zahl hinpacken? Die eine wurde ja entfernt. I don't know. Was soll das zu bedeuten? Hauptsache hier ist schon Paddy am Start. Ja, auf jeden Fall oben. Brauche ich den Code irgendwie? 1, 3, 5, 4. Muss ich mir das merken? Ihr merkt euch das mal, ne? Wenn ja, schreibt's, müsst ihr in die Kommentare schreiben. Aber hier muss ich irgendwas hinlegen. Wenn der Mechanismus gedrückt wird, öffnet sich die Kiste scheinbar. Okay. Muss ich halt überall umschauen hier bei dem Spiel. Weil überall sind Sachen. So, ab mal zu Paddy. Oh yeah. Welcome to Paradise. Oh yeah. Ich hab das Schatzfoto auch weggetan, weil ich es eben kurz abgesaved habe. Ich weiß ja, wie der Hase läuft. Blau. Red. Ich muss mir noch das Happy Birthday Ding hier angucken. Muss ich auch noch. Bei der Videokassette. Kann ich das hier drin machen? Halt, stopp. Kann ich. Wollen wir es erst machen? Mal kurz reinlunzen. Happy Birthday! Okay. Was zur Hölle? Wo bin ich hier? Happy Birthday, das sieht aber geil aus mit der Kerze. Ist auch immer richtig geil, wenn man so ein Video nachspielen kann. Was ist Luftballon? Yay! Wer denn? Geburtstag. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schmerzvollen Tod sterben. Ich weiß. Die Kiste ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. Leck mich! Okay, wo ist sie damit jetzt? Die Kerze anzünden? Ist das irgendwie... Ist das Bier? Ist das, was soll das sein? Keine Ahnung. Können wir eine Runde saufen? Okay, wir müssen irgendwie, um das Geschenk zu öffnen, oder den Medikasten, ist ja mal ein Geschenk für ihn, um ihn zu heilen, müssen wir irgendwie Kombinationen rausfinden von irgendwelchen komischen Dingern. Ich muss die Kerze anzünden? Ja, ich muss aber erstmal anzünden. Passt nicht.
Ich muss das Wasser abstellen, weil jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, geht das Wasser an, dann ist meine Kerze aus. Die Frage ist, wie ich das Wasser abstelle. Ich habe ja so einen Schlüssel, aber ist ja nur so ein... Hab ich Feuer oder was? Ja, kann ich die Kerze anzünden. Das klappt ja schon mal. Alter, der Typ da hinten, der macht mir so mega Angst, der mir die Kerze gegeben hat. Oh Gott, da ist Gas. What? Was ist das? Da feiern die eine Geburtstag... Oh, das ist ein Clown! Da ist Pennywise! Da ist Pennywise! Okay, Entschuldigung. Ich bin nur gehypt von der S, was bald kommt. Ganz viele Luftballons. Oh, da liegt was. Ein Ballon. Ein Ballon. Hier brauche ich auch wieder eine. Happy. Und das passt, wie das kaum gehen. Ja, das ist Happy, ne? Happy Birthday, Toyo. Wenn noch irgendwas versteckt ist, ich werde mal kurz einmal hier alles kaputt machen. Einmal rüberlaufen. Yay, ich habe so viel Spaß in Luftballons. Geiles Ding. Geil, geil, geil. Und mal kurz die Kerze ausmachen. Und ich will mal eben zu dem Gas gehen. Federhalter. Ich habe einen Federhalter, womit ich den Blut mit Blut schreiben kann, oder was? Muss ich irgendwo was schreiben? Was ist hier hinter? Ein Toter, alles klar. Wir haben jetzt so einen Schlüssel. Kann ich den vielleicht da reinstecken? Passt nicht. Hm. Die Kombination weiß ich auch noch nicht. Habe ich vielleicht irgendwas hier? Ich muss mich auf jeden Fall nochmal genauer umschauen. Ah, ich kann das. Ja, ich kann es nicht stopfen. Sonst hätte ich vielleicht das Ding da. Aber gut, das bringt das, wenn ich das stopfe. Ich brauche halt nur den... Hier ist ein Luftballon. Jetzt habe ich halt auch keinen mehr, ne? Deswegen ist jetzt hier zu mit dem Gas. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, glaube ich. Wir schauen mal kurz in der Küche. Dann könnte ich eigentlich meine Kerze wieder anzünden erstmal. Mach mal kurz. Ne? Erstmal anzünden, damit wir ein bisschen Licht haben. Das ist schon mal geil. Also, was haben wir denn hier noch Wunderbares? Next. Habe ich hier irgendwas übersehen? Auf dem Klöchen vielleicht? Oh. Kann er jetzt nicht... Er kann die Feder nicht halten. Hm. Irgendwas muss ich in seiner Hand stecken. Oder macht er damit irgendwas? Okay. Aber uns fehlt noch irgendwas. Alles klärchen. Voll das Ratespiel hier. Oh, was ist das? Es kommt kein Wasser raus. Na toll. Das heißt, wir können hier auch nichts machen. Weit im Klo noch irgendwas? Hm. Oh, erstmal schön reingreifen, die ganze Scheiße. Schön den Dünnschiss durch die Gegend wirbeln. Und stopfen? Okay. Kann er das halten? Tap. Ja, sieht man ja viel, muss ich sagen. Kann der das denn halten? Nein. Das kann ich so ein Ding benutzen. Das
ein Rohr kann ich, da kann ich jetzt durchgucken, was es auch immer bewirkt, ich weiß es nicht. Nein. Kann ich das vielleicht da reinstecken? Hier rein vielleicht, das Rohrstück? Passt auch nicht. Da passt halt nichts dran, verdammte Scheiße. Mysteriös. Also wenn ich ihn drücke, dann fängt er an, da irgendwas zu... Also er schreibt doch, oder sehe ich das falsch? Der Clown, der schreibt doch was. Vielleicht kann ich ja gucken, was er in seiner Hand hat. Auf dem Bild. Ich zünde mal wieder kurz die Kerze an. Da ist der Clown. Ich habe keine Ahnung, was er in der Hand hat. Da ist die Oma, da ist ein Hund, alles klar. Ist hier noch irgendwas? Also ich glaube, ich werde, wenn ich die Kerze reinstecke, werde ich wohl das Passwort bekommen. Das ist logisch. Hier steht da. Sieht aus wie so ein Mercedes-Zeug. hier. Okay. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Lautsprecher. Im Klo haben wir alles scheinbar genommen. Hier kommen wir auch nicht raus. Kerze ist angezündet. Kommen wir nicht durch wegen, ne? Wasser. Ich kann da nichts ins Rohr stecken von den Sachen. Ich habe eine Feder. Die Feder sieht nach einer billigen Nachbildung aus. Scheint mit einem Positionsfilter ausgestattet zu sein. Durch den Schmutz kann man kaum durchsehen. Ja, das weiß ich wohl, aber... Kann ich was kombinieren? Nein, kann ich nicht. Die Frage ist, warum ich das benutzen kann. Wieso? Wieso kann ich erst benutzen, da durchgucken? Sind Fragen über Fragen. Ich kann auch nichts da reinstecken. Irgendwie die Feder oder so. Es geht auch nicht. Ich habe halt nichts, was hier. Vielleicht kann ich nur die Kerze nehmen, wenn sie aus ist. Das würde auch keinen Sinn ergeben. Ich bin gerade etwas überfragt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie ich weitergehe. Ein bisschen rumprobieren, was da drin ist. Vielleicht dreimal der Tod. Ist der Sensenmann? Keine Ahnung. Kann ich mit dem Rohr irgendwo durchgucken, wodurch ich dann sehen kann? Unter dem Tisch? Nein. Also das Symbol hier, wo das Gas rausgekommen ist, sieht doch aus wie dieser komische Sensenmann, oder? Ich kann mal kurz gucken, ob ich irgendwelche Symbole vielleicht sehe. Da wurde irgendwie rüber gemalt. Da ist kein Symbol. Da ist auch nichts. Hier ist nur ein Schatten. Das sieht halt schon so aus wie dieser komische Sensenmann. Hat hier noch irgendwo ein Symbol? Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet, deswegen. Ich versuche mal, ob das geht. Dieser komische Sensenmann. Das war der andere, ne?
Das ist der eine, wir brauchen den anderen. Den hier. Das sieht zumindest danach aus, aber ich glaube kaum, dass das dreimal ist, die Kombination. Das wäre richtig schlecht. Nee. Ist er auch nicht. Okay, ein bisschen was trinken. Ich habe sicherlich irgendwas übersehen. Irgendein Item, was hier noch irgendwo liegt, was ich einfach nicht sehe, weil ich doof bin. Das ist mir gerade schon so ein bisschen peinlich, ne? Also da ist noch so ein Symbol. Wir hatten zwei. Wir hatten Sensenmann, wir hatten dieses komische Symbol. Ich glaube, das Symbol war da gar nicht abgebildet, ne? Hier ist nichts. Ist noch irgendwas unter den Luftballons irgendwo versteckt? Was ich einfach nicht sehe? Ja, und das Passwort wieder halt nichts. Das weiß ich jetzt auch schon so langsam. Hier oben ist auch nichts. Dann habt ihr Kacke. Ich versuche nochmal die Kerze zu geben, ohne dass sie angezündet ist. Geht auch nicht. Also wir haben jetzt ein verschmutztes Fernrohr. Okay. Wir haben eine Kerze. Und wir haben Federhalter. Sinnvollste wäre, ihm das zu geben. Und dann er irgendwas macht und dann wird's krass. Aber es geht halt nicht. Ich kann ihm nichts in der Hand drücken, was ich besitze. So, wir machen die Feder an. Wir müssen die Feder... Also die Feder. Wir müssen die Kerze anmachen. Kerze brennen. Wir müssen mit der brennenden Kerze hier durchkommen. Wir müssen also irgendwie das Wasser abstellen. So Leute, ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt nachgeschaut, wie das geht. Ich bin einfach zu blöd, ganz ehrlich. Man kann mit dem Fernrohr hier laufen, wenn man es benutzt. Um Gottes Willen, ne? Man kann es benutzen und wenn man durch den Regen geht, wird es sauber. Wer erwartet denn sowas? Tut mir leid, um Gottes Willen. Das war zu hoch für mich. Und jetzt kann man halt hier, ne, abchecken. Das habe ich jetzt, ne? Durch den Regen ist es jetzt sauber geworden. Das ist halt schon ziemlich, ne? Und dann kann man jetzt hier hin und dann sieht man was. Alles klar. Dankeschön, Spiel. Ich bin halt zu blöd. Was haben wir hier? Aufgehangen. Sensenmann Baby. Was ist das? Hängt die da? Tot? Aufgehangen. Das ist Rabe, oder? Das ist doch ein Rabe auf einen Grabstein. Also aufgehangen, Rabe und Baby. Aufgehangen. Grabstein und Baby. Also hier ist aufgehangen. Das ist doch ein Grabstein. Das sieht mehr aus wie so ein Sensenmann. Und hier ist Baby. So, geil. Und wir bekommen eine Strohpuppe. Und mit dieser Strohpuppe können wir nun... Keine Ahnung. Also warte, weiß ich jetzt nicht. Kann man das reinstecken? Nein. Was kann ich jetzt mit der Strohpuppe machen? Kann ich die jetzt in den Hand drücken? Hier. Passt auch nicht. Toll. Wir haben zumindest jetzt mal eine Strohpuppe. Mit der Strohpuppe können wir sicherlich irgendwas Krasses machen. Ich weiß nur gerade nicht was. Ich werde mal kurz hier wieder mal durchgucken. Quietsch, quietsch, Luftballon gelaufen. So, wir haben jetzt die Strohpuppe. So. Die Puppe fühlt sich hart an. Okay, sie ist hart. Hart. Sie ist ja hart. Mit einer harten Stroh. Kann ich die anzünden? Oh. Oh. Puppenfinger. Kann ich den Puppenfinger jetzt da reinstecken? In das Rohr? Man kann halt nichts in dieses Scheißrohr reinstecken. Nur noch dein Penis, verdammte Scheiße. Kann ich ihn das in die Hand drücken jetzt? Gott sei Dank geht mal was. Oder hat er das jetzt? Hat er das jetzt? Ja, hat er.
so, da hat einfach nur... Kann ich ihn jetzt... Ah! Es hat einfach nur ein Finger gefehlt. YOLO, deswegen konnte er nichts in der Hand nehmen. Ist klar. Was zum Teufel ist das? Was machst du? Was machst du da? Oh Mann, nein! Nein! Loser. Okay. Jetzt haben wir Loser. Ist Loser jetzt das Passwort oder wie? Oder was? Oder wo? Ich konnte mir auch mit Space gar nicht den Arm angucken. Jetzt gerade. Was ich eigentlich machen wollte, aber es ging nicht. YOLO. Er hat Loser geschrieben, ne? Das ist jetzt das Passwort, was wir brauchen, um rauszukommen? Ja. Ah, ach so, das ist dieses komische Rohrding. Jetzt können wir damit das Wasser abstellen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, es hat nur 1000 Jahre gedauert. Oh Gott, ich bin so ein kluger Mensch. Aber das mit dem Rohr hier reinigen, das hätte ich, ohne Witz, das hätte ich glaube ich nie rausgefunden. Vielleicht nach Jahrzehnten, aber es muss ich halt dann nachgucken. Da kam ich gar nicht drauf. Das war mir zu hoch. Das war mir zu fucking hoch. Ja, hier, jetzt anzünden die Kerze, haben wir es geschafft. Happy Birthday! Okay. Okay. What? Happy Birthday! Ich glaube, so elendig verbrannt zu werden, ist auch nicht ganz so schön. Oh. Okay. Da wurde er verbrannt. Warum denn nicht? Kann man machen, aber das mit den... Oh, das, das mit dem Fernrohr. Das hat mich immer noch... Das regt mich immer noch auf, ne? Aber egal. So, schöner, geiler Tod. Das ist voll fies. Wasser abdrehen und dann bist du verbrannt. Mega fies. Jetzt wird halbe Stunde gespeichert, oder was? Spiel? Hallo? Ah, das Video ist zu Ende. Ja, das Video ist zu Ende. Der Part ist auch zu Ende auf jeden Fall. Wenn es dir gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid ein Haufen super nasser Boys. Reingauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.